Dann kommen die jetzt schon aus dem Portal so. Sorry. Der wartet halt direkt auf dich, der will ja direkt gehen. Ja, nur weil ich gerade seine Familie getötet habe oder was? Geht er direkt mit Ja. auf die Fresse, der Hurensohn. Hätte auch reinkommen können. So, trotzdem. Ich glaube, ich sollte die Map mal gelb machen, die T1er. Hat jemand. Hast du jetzt schon wieder gefurzt, Alter? Nee, ich hab mich nur gedreht. Das war der Stuhl. hat jemand von euch Haunted Mansion T1 Stimmt, zufällig? ja. Und möchte vielleicht irgendwas anderes T1 haben? Nee, anderes möchte ich nicht, aber ich kann jetzt gucken, wie viel ich habe. Ah, das wäre super. Weil es Ah! ist angenehmer zu laufen wie diese Desert Map. Was willst du tun? Haunted Mansion Maps laufen. Dich anzünden. Warum? Was gibt's da? Da gibt's nichts, aber ich habe ja keine Gems Ach so. gerade und ich muss sie halt leveln. Ja. Da kann ich nicht so laufen. Mein Winterorb ist auf 9. Das klingt vernünftig. Na, ich habe keine Haunted Mansion mehr. Was ist aus dem Lager, ne? Ach so. Dankeschön. So, Alter. Was brauchst denn du so Schläge für Maps? Ach, weiß ich nicht. So Irgendwo ab. bei T8 bin ich, glaube ich. Ja. Da habe ich Factory, Ghetto, Pit und Kryptorium gerade über. Ja. Oder von was brauchst? Hast du noch eine Sales Map, T6? Ne. Jetzt habe ich keine. Konservatory T7. Nee, auch nicht. Geil. Kannst aber nach höherem fragen. Ich hab noch 1, 2, 3, 5, 9er Maps, wenn du brauchst. Ja, was hast du denn? Guck ich nach dem Trade. Neuner habe ich Lighthouse, Ja. Moon Temple, Port, Tore und Villa. Ja. Lighthouse, Villa und Port, egal. Lighthouse, Villa, Port. Alter! Lass mich da wenigstens die Port mit noch reinlegen. Ja. Gut. 10 habe ich keine. Den erfinden nur noch Scheiß-Arcade. 11er hätte ich in Festival Valley, Museum und Präsenz. Wenn du haben möchten wollen willst. Ein Museum in Pissed Valley. In Pissed Valley habe ich ja hochgeholt. So. Fucking Lava Lake.
Was denn? Ach, warte mal, ist schon korruptet. Player cannot select live Mana Energy Shield. Egal. Musst du Mana Flask mitnehmen. Es schreckt nix. Lietsche. Ja gut, dann ist ja egal. Ach so, jetzt muss ich ja wieder aufpassen. Ja, klar. Ja, Voll schade, dass man keine Zahner-Dailies mehr macht. ja, ich mach eine Ding, das habe ich drauf Nice gemacht. Reflex, nice. Gut, ne? Sehr stark. Ja, Hammer, Uff. ey. Ja, machen wir mal gelb, guck mal. Ja, gut, die kann ich. Ach, danach ist es Elder Influence auf der Portmap drauf, ey. ST9 nochmal weg haben. Ach so, bist auch bei 9er. Complete any Elder Tier 9 Maps. Was? Bist du auch bei Complete any Elder Influence Tier 9? Ja. Wollte bei mir auch nicht mal. Geh weggehen. Ich hatte die Map, ich hatte vorhin schon mal was drauf. Elder Influencer hat die scheiß Map nicht da. Ah, super. Ja, oder, naja, sagen wir, ich habe mich mit Pat getroffen. Ja, und dann, na, wo bin ich stehen geblieben? Ja, die Map bin ich noch nicht gelaufen, alles Nee, klar. du hast gesagt, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Kevin sie machen. Das war deine Aussage. Auf jeden Fall war die Elder Kacke dann wieder weg und, ja. Oh, seid ihr drauf? Was soll's? Ja gut, mit Winterorb ist die, wenn ich die Säule anklicke und die Monster kommen, nicht so chillig derzeit. Fällt nicht so viel um, wie ich erwarte. Na gut, das war nicht für Damage. Ja, Winterorb ist Full Stack auf 8000 gerade erst. Aber ich habe halt auch nichts, keine Items dafür, ne? So. Alles nur auf Chaos Damage. Naja, das kommt noch. Challenge complete. Beste Riskerer. Meine Challenge ist Fusing Orbs finden. Ja. Wenn ich heute einmal Svenja hören würde, ich wäre so froh, ey. Ist das jetzt mit hier drauf oder was? Hä? Ist es Svenja jetzt hierbei oder was? Ja. Ja, ich hatte den Sound ja vorher nicht. Ich habe mir den ja kein einziges Mal runtergeladen. Der müsste mit bei sein. Okay. Wenn wir 100 Chaos ab haben, der. Fuck, Alter. Riesen nehme ich einfach und schrick die Flasche und ich kann mich nicht bewegen. Alles klar. DC's Nicke, ich sag's dir. Level 100. Amen. Ne, Fabian? Ja. Ich mach Nachdem ich die Season. meine Chest gelinkt habe, sofort. Ne, ich mach die Season 100. Ich hab gesagt, mach ich die Season Winterorb. Geht der auf 100. 97 habe ich ja schon geschafft einmal. Mit Winterorb. Und jetzt hier in der Dings, in der Flashback, habe ich 93, 94, 95 an einem Tag gemacht mit Winterorb. Krass. Winterorb ist, ich weiß nicht, langweiliger wie Righteous Fire. Ey, du castest, rennst los. Du stehst in der Mobgruppe, castest. Alles fällt um. Und dann rennst du weiter. Ja, schön. Du bist so safe. Und schnell vor allem. Als Trickster.
Was, wenn ja? Als Hallo ob. Exalted, ob ja doch. Ganz verdient, Liegt ey. hier auf dem Boden vor mir. Er läuft halt Low Maps, weißt Oh, da. du. Dreist. Wie schön. Auf deiner Haunted Ja, kannst du mal sehen. Mansion-Ecke. Das ist deine Portman, aber weh, ich krieg jetzt nichts. Ja, du kriegst mehr auf Kalandra. Und gleich fällt er. Dann GG, Junge. Das wäre kein guter Tausch für mich. Nein, nicht wirklich. Ah, man muss einfach nur drüber reden, was man droppt. Ja, ich Ist brauche jetzt einen Sechsling, drin. aber Ja. brauche ich erstmal ein Ja. Fusing für. Also ich würde auch eine 6-Link Impulser nehmen. Vielleicht droppe ich hier. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Impulser überhaupt so gut ist. Früher war sie ja immer mit Winterorb, aber jetzt. Ja. Spielt halt nicht jeder jetzt Winterhop, ne? 46 Twixters gibt es. Die Winterhop spielen die Season. Okay. 46. Ja. Was ist das denn? Hä? 46 Spastis. 46 Charaktere, die Twixter Winterhop spielen. Weil er ja halt mega genervt wurde, angeblich. Du schießt langsamer. Die Zeit, die sie hält, ist kürzer geworden. Das war's eigentlich. Ja, und was hatten die auch gebufft? Ja. Aber im Endeffekt schießt er langsamer, wenn du bewegst, wenn du läufst, schießt du langsamer. Aber wenn du stehst, schießt du schneller. Also wenn du vor Boss stehst und die ganze Zeit am Casten bist, Ja, und dann der Trash kills ja sowieso, also. ja, richtig. Ja, aber Timo, es ist Melee-Season. Ja. Ja. Hast du so wenig zugehört, oder was? Also insgesamt Winterorb Spiele 79. Und Only Twixter 46 Stück. Der höchste im Damage ist 1 Million. Der höchste im Level ist 95. Aber er wurde totgenervt. Und der höchste im Level hat sogar nur 156k Damage. Mit den richtigen Equip und so. Dies, das kannst du jedes Season eigentlich alles spielen. Ja, Icke, was hatten wir in der Flashback? Winterorb-mäßig. Wir hatten da auch nicht gute Sachen. Oder? Über Impulse. Ja. Mit Wind. Mit. Pandemonius? Ja. Eine Waffe hatten wir nicht. Keine Multiplayer, oder? Nee. Ja. Normal Wand oder so. Ja, richtig. Aber man kann ja Multiplayer, Spell Damage, Cold, Non-Chaos Damage, als extra Chaos Damage machen. Bei beiden Wands, sag ich mal, wenn du mit zwei spielst. Steigert halt den Damage. Da Ja. kannst. Selbst ohne konntest du doch easy 16er Maps laufen, Beachheads laufen. Also, weiß nicht. Und ob ich jetzt nur die Hälfte an Angriffsspeed habe, wenn ich am Laufen bin, ist egal. Schießt ja eh nur einmal auf die Mobs und die fallen um. Jetzt kann ich gucken, dass ich mir ein bisschen Zeug kaufe. Und das Gute ist, dass die Dying Sun günstig ist.
War Increase Charge Uses oder Reduce Charge Uses gut? Ecke. Was? Was? Bei der Dying Sun, da kannst du ja Increase Charges Used oder Reduced nehmen. Boah, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Mal gucken, was am teuersten ist. Mal sehen, was am besten ist. Gib beides für 3, 0,3 Ex. Play, weißt du das? Ne, habe ich noch nie gespielt, weiß nicht. Okay. Der Typ hier hat das irgendwie gar nicht. Ich gucke jetzt gerade bei PoE Ninja. Der Typ hat die gar nicht drauf. Ich klicke gerade stichweise mal durch und ich sehe 5 Leute angeklickt, einer hat gar nichts, viermal hat reduced. Scheiße, Scheiße. Kann mir mal bitte jemand sagen, was das bedeutet auf Deutsch? Rewrite for reduce Hört sich irgendwie useless an. ja. Er fragt sich halt, ob das Worth it ja ist, wenn er war. da was draufrollt. Das Ja. war ganz. Das war ganz oben. Can you use, ja, kannst du Orbs benutzen, um die Flasche zu holen. Dann kam das und dann kam das, was ich oben gepostet habe. Vielleicht macht das mehr Sinn so in dem Zusammenhang. Weiß nicht, der sagt nur, dass die Charges benutzt werden von den Flasks. Und dass er halt keine Increase bzw. Reduces Charges drauf hat, aber dafür 22% Area Damage. Ja. Oder ob es. Ja, und ob es sich lohnt, auf die Increase Reduce zu rerollen, fragt er sich. Ja, dann wurde geantwortet NAH. Punkt. Also, nee. Ha. Dann schreibt er Thanks und jemand da drunter schreibt jetzt. Super. Oh, ich habe zwei Fusings. Didi. Na, ich hatte Oh. auch gerade drei, aber war nichts. Jetzt gucke ich mir ein YouTube-Video an. Der hat eine Perfect Dying Sun bekommen. Mal sehen, was ein Perfekt ist. Hey, Junge, wieder. Jetzt wollte er einfach in dem Video Nee, sagte nee, der genau haut. das Gegenteil. Der haut gerade Shaper. Oh, another one. Ja, mach mal hin da, heb auf, du Spasti. Er hat 10% Reduced Charge und 30% Increase Area Dings da. Ja, dann wird reduce am besten sein. Gut, dann nehmen wir mal, guck ich mal nach Reduced.
8% Reduce hat hier jemand. Hallo, mich an, ich war zuerst hier. Ja, hast Glück gehabt. Ah, dieses Area Damage ist halt auch wichtig, ne? Minus 21 Chaos Ops mache ich im Moment pro Stunde. Traurig. Hey. Geil. Ich mach bestimmt gerade 0 pro Stunde. Kommt nichts, ey. Ja, besser Bei 0 als Minus, ja. Minus, ne? Aber oh, toll. Ich habe schon wieder 30 plus gemacht seit meiner Fusings-Verschwendung. Nice. Eiern die da so rum, Alter. Lol, oder was? Ah. Oder guck ich gerade nicht. Aber ich bin nur noch bei minus 12 Chaos Ops die Stunde. Du machst ja richtig. Gibst ja richtig Gas. Ja. Verrückt bist du. Verrückt.
Mach richtig Plus gerade. Gehen wir mal auf die nächste Map von Ecke, ne? Würde ich sagen. Ja. Da gibt's bestimmt was Tolles. Ich hoffe, du hast mir gute Map gegeben, Ecke. Einer, fang dein Monster, hallo. Ey. Da muss ich mit dem Monster zu einer laufen, weil der zu blöd ist, durch die Tür zu kommen. What the fuck? Er bleibt einfach da stehen.